Hallo, liebe Leute, hier zurück bei Baphomets Fluch 2, dem Let's Play mit dem Dice Kit. Ja, und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben bei dieser lustigen Statue und irgendwie haben wir das hingekriegt, die hier oben an die Laufrolle ranzubammeln. Dummerweise ist der gute George mal wieder nicht stark genug, um das Ding alleine hier rüber zu schieben. Also schauen wir doch mal, fragen wir mal die Nico, ob die uns vielleicht mit ihren unglaublichen Kräften helfen kann. Jo, die Statue hier. Könntest du mir kurz dabei helfen, diese Statue wegzuschieben? Wozu? Das hier, meine Liebe, ist unsere Fahrkarte in die Freiheit. Wenn du es sagst, mein Lieber. Das denke ich nämlich auch. Jetzt legt euch mal ordentlich ins Zeug hier. Einer rechts, einer links und zack. Okay, schieb. Hauruck. Yeah. Großartiges Teamwork. War schön, mal wieder mit Ihnen zu arbeiten, Mr. Stobbart. So habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, jetzt schauen wir noch mal. Och, ich denke, hier gibt es sicherlich nichts mehr. Also gehen wir einfach mal nach draußen. Oha! Da sind wir aber ein Stück weit oben. Also, ja, was ist denn das hier? Ich stelle mir gerade vor, wie ich mit meinen bloßen Händen an diesem Stahlseil hänge. Aber es ist mir doch etwas zu weit zum anderen Ende des Seils, um auf diese Weise zu fliehen. Okay. Puh, haben wir hier noch was? Das sind ja die Hundekrecker, die Kohle, das Hütchen von Dingens, den Dartpfeil, eine kleine Statue, der Wurm, irgendwelches Papier, die Handschellen vielleicht. Nico, ich habe eine prima Idee. Ja. Wow. Wow. Ja. Na gut. Oh, da ist der Hund. George, wo bist du gewesen? Kümmere dich nicht darum. Hast du den Meierstein? Vielleicht, aber. Diskutier nicht, André. Gib George den Stein. Naja, natürlich, wenn du es sagst, Nicole. Vielen lieben Dank, André. Georgie hat mir erzählt, du wärst gekidnappt worden, meine Liebste. Ich freue mich, dass er sich offenbar geirrt hat. Oh, aber es stimmt. Wenn George nicht gewesen wäre, dann stünde ich jetzt nicht hier. Es ist noch nicht vorbei. Karsaks Schläger werden weiter nach dem Stein suchen. Darauf kannst du dich verlassen. Die beste Spur, die wir haben, führt nach Karamonte. Karamonte? Das liegt in Mittelamerika. Daher bekommt Ubier seine Kunstwerke. Das ist alles, was wir noch wissen mussten. Komm, George. Karamonte, des Weltenbummlers Hintern, Tür für Mittelamerika. Tja, so zumindest war es in der Broschüre übersetzt worden. Wir wissen ja nicht genau, wonach wir suchen, aber die Büros von Condor Transglobal sind doch bestimmt ein guter Anfang. Boah. Okay, dann sind wir ja also jetzt in Karamonte. Hey, es ist Markttag. Ich sehe kein Taxi. Fragen wir doch mal jemanden, wie wir nach Karamonte zurückkommen. Okay. Und halt die Augen auf, ob du was von Condor Transglobal siehst. Ich sehe da hinten eine Ziege und habe auch gerade schon wieder dieses Ziegenmeckern gehört, was mich doch schwer verwirrt hat. Okay, also hier gibt es offensichtlich einiges anzugucken. Ja, ich denke, dahinter wollen wir noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gibt es hier viel? Ein Mann, eine Frau, noch ein Mann, eine Hütte. Hier gibt es noch eine Frau. Da ist noch eine Treppe, eine Ziege. Nico, die hier rumrennt, noch eine Kapelle, noch ein Mann. Oh mein Gott. Ich rede mal zuerst mit dem hier. Mal gucken, ob der irgendwas erzählt. Hi. Sie wollen kaufen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe Kopf. Salat. Kaufen Kopfsalat, Senor. Ich glaube nicht. Ich bin doch nicht den ganzen Weg hierher gereist, um Grünzeug zu kaufen.
Ja, genau. Wir wollen nämlich irgendwas wissen über die Condor Transglobal. Hören Sie, haben Sie jemals von einer Firma Condor Transglobal gehört? Nein. Sie kaufen Kopfsalat. Ich gebe Rabatt auf Massenkauf. Schon 50 Kopf billiger. Ich stehe aber nicht auf Salat. Jo. Der erinnert mich so ein bisschen an den Kebab-Typ aus dem ersten Teil. Wollt ihr Kebab kaufen? Hey, Kebab. Naja. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Tezcatlipoca! Wegnehmen schnell, Senor! Tezcatlipoca bringen nur Böses! Oha! Der arme Kerl war so aus dem Häuschen, dass er nicht mal seine Salatköpfe erwähnte. Oha! Okay, alles klar. Das scheint irgendwas zu sein. Irgendwas Wichtiges. Ach so, wir müssen erst das Gespräch beenden. Wiedersehen dann! So, die haben nichts zu sagen. Hier ist noch eine Frau, da ist noch jemand. Den quatschen wir mal noch. Ich wollte gerade sagen, wo gehen der jetzt hin? Den quatschen wir mal noch an. Schauen wir mal, was der zu erzählen hat. Jetzt hier drüben noch weiter. So, erst vom Fenster gucke ich hier eigentlich. Hallo? Hallo? Hallo, was haben Sie denn so im Angebot? Hä? Ich habe gefragt, was Sie... Ach, vergessen Sie es. Okay, gut. Also, das führt offensichtlich zu nichts. Ja, dann reden wir doch mal mit der Frau hier. Hallo. Hi, sieht gut aus, das Brot. Okay. Brot, Pan. Si, Pan. Vielleicht komme ich später wieder, wenn ich Hunger habe. Jo. Alles klar. Der George kann offensichtlich nicht so gut, was ist das eigentlich, mexikanisch? Sind wir in Mexiko? Naja, schauen wir doch mal, was die Frau zu erzählen. Das sind Kürbisse, oder? Si. Hey, Vorsicht mit den Schuhen, Lady. Ja, da hat die da einfach mal hingerotzt, ne? Okay, bevor ich jetzt hier großartig weitergehe, gehe ich nochmal zu der Hütte hier hinten. Nicht, dass ich das noch vergesse. Erste Regel bei Adventuren, alles ausprobieren. Angucken. In der Hütte stehen ein Stuhl und ein kleiner Tisch. Okay. Eine uninteressante Holzhütte mit einem bewaffneten Schlägertypen davor. Oha. Da reden wir doch mal mit der Wache. Hallo. Willkommen in Caramonte. Danke. Wo finden wir denn ein Taxi, das uns in die Hauptstadt bringt? Kein Taxi. Hier ist Hauptstadt, Caramonte City. Okay. Wann geht das nächste Schiff von hier weg? Aber Senor, Sie mögen nicht unser wunderbare Land? Doch. Oh doch, es ist ein kleines Stück vom Paradies auf Erden. Dann warum Sie wollen verlassen? Ach, ich hab einfach Heimweh. Wie heißt es doch in diesem alten Lied so schön? Oh, eine kurze Warnung, Senor. Wenn Sie fühlen, Sie wollen singen, besser auf Zunge beißen. Oh. Was? Wieso? In Caramonte, wir haben behördliche Beschränkungen für Musik. Oha. Aber nochmal zurück zu dem Schiff. Wir haben die Schnauze voll. Wir gehen zurück zum Schiff. Okay. Sie mir zeigen braune Karte, bitte. Hä? Was denn für eine braune Karte? Offizielle Ausreisevisum natürlich. Keine Karte, keine Ausreise. Okay. Das wäre schön gewesen, wenn man uns das bei der Einreise gesagt hätte. Naja, okay, gut, dann fragen wir mal, was hier mit Musik los ist. Wieso ist die Musik denn behördlich geregelt in Caramonte? Das ist eine Teil von GKKL, große Kampagne der kulturellen Läuterung. Traditionelle karamontanische Musik wurde erklärt als unpassend für moderne, wechselhafte Zeiten. Nuestra Señora hat Erlass erlassen. Nur eine Art Musik ist passend. Und welche? Easy listening. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, easy listening ist okay. Naja, gut. Aber schöne Hintergrundmusik haben wir gehabt jetzt. So. Da ist noch einer. Da ist die Nico. Die quatschen wir jetzt mal an. Hallo. Ja, wie ist es überhaupt mit dem komischen Lobino? Lobino hat mir erzählt, er sieht dich sehr oft. Wir treffen uns manchmal auf einen Drink oder zum Essen, du weißt schon. Nachdem du in die Staaten zurückgegangen bist, habe ich mich ziemlich einsam gefühlt. Einsam? Du musst ja schon verzweifelt gewesen sein. Konntest du nicht einfach in den Zoo gehen oder sowas? Ja, denke ich mir auch manchmal. Okay, was mit den Hundekrackern hier?
Guck mal, möchtest du einen Hundekuchen? Gourmet-Hundesnacks. Hast du die Dinger etwa wirklich gegessen, George? Klar, die schmecken prima. Ja, also, angeblich. Bisschen Gewürz fehlt, aber ansonsten ist bestimmt super. Okay, was haben wir hier noch? Dieses komische Teil da. Rate mal, was das hier ist. Komm schon, rate. Das ist Schmiedeeisen, wahrscheinlich vom Rauchabzug eines alten Herdes. Ja, schätze, das könnte schon sein. Tja, woher weiß sie das? Mein Großvater hat in einer Gießerei gearbeitet. Ja. Tja, so einfach geht's. Mann. Die kann Gedanken lesen. Na gut, ja. Was hältst du von dem Wurm? Guck mal. Schau dir das hier mal an, Nico. Das ist ja widerlich, George. Warum schleppst du die denn mit dir rum? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich nicht davon trennen. Ja, das ist bestimmt doch die beste Anmache. So einen eingelegten Wurm da mal so vorzeigen. So, hallo, willst du mal meine Wurmsammlung sehen? Okay, gut. Was war denn das eigentlich? Ach so, hier, das war die Sache mit der Sonnenfinsternis. Da, hallo, hier, Sonnenfinsternis. Schau dir das hier mal an. Eine Sonnenfinsternis. Woher dieses plötzliche Interesse an der Astronomie? Ich habe den Zeitungsausschnitt in Aubiers Haus gefunden. Offenbar ist die Sonnenfinsternis nur von Mittelamerika aus sichtbar. Also von hier? Hallo, Hiddels. Hallo, hier, Sonnenfinsternis. So, Kontoauszug war das hier, ne? Schau dir das hier mal an. Oh mein Gott. Wie bist du denn an so viel Geld gekommen? Ja. Das ist nicht meins. Ich habe den Kontoauszug in Aubiers Haus gefunden. Na, kann doch mal sehen. Und hier, den lustigen Stein. Hast du irgendeine Theorie zu diesem Stein? Ich glaube, diese Zeichnung soll ein Hund sein. Ein mexikanischer Hund. Das ist also der heilige Chihuahua-Stein. Naja, wer weiß. Also manchmal, ne, da kann das schon passieren. Okay, gut, dann hören wir mal auf, mit der Nico zu reden. Die hat uns eh nichts weiter zu erzählen. Gucken wir uns noch lieber ein bisschen um. Zum Beispiel das Plakat. Ja, jetzt Plakat. Ja. In Caramonte ist es wahrscheinlich ein Schwerverbrechen, Plakate zu bemalen. Mhm. Denke ich mir auch. Sieht für meinen Geschmack aus wie ein frühes Porträt von Orson Welles. Oha, okay. Ich mag ja die meisten Tiere, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, bei Ziegen vorsichtig zu sein. Und bei Katzen. Und bei Hunden. Was? Bei Katzen? Wieso bei Katzen? Also bei Katzen, da kann ich mich jetzt spontan an nichts erinnern. Hunde kann ich ja noch nachvollziehen, ne? Da hat man ja in Marseille vor nicht allzu langer Zeit eine lustige Begegnung. Aber naja, gut. Was hat er noch zu der Ziege zu erzählen? Packst du die mal ein? Ja. Ne, will er nicht. Okay, da hoch gehe ich jetzt erstmal nicht. Ich rede mal noch mit der Kapelle. Und dann noch mit dem Mann. Pearl. Es ist ja unglaublich. Hallo? Hallo? Hey, Kopf hoch, Jungs. Warum die langen Gesichter? Unser Flötenspieler, verhaftet, sitzt im Gefängnis. Oha. Arme Miguel. Hat in sein ganzes Leben kein Gesetz verbrochen. Naja, aber irgendwie muss er ja, ne, in den Knast gekommen sein. Naja, hier, was ist denn mit eurem Miguel? Warum wurde Miguel ins Gefängnis gesteckt? Weil er hat gespielt Folklore. Was? Ist Wahrheit, Senor. Er darauf bestanden, traditionelle karamontekische Musik spielen. Aber das illegal. Oh, stimmt. Da wurde uns ja schon irgendwas erzählt. Ja, wie ist denn mit der Musik? Warum spielt ihr nicht ein kleines Liedchen, um euch aufzumuntern? Nein, wir besser suchen richtige Arbeit. Wir können verdienen 10-mal mehr unten im Bergwerk. Oha. Meine Vetter Ramirez hat verdient 8 Pesos jede Stunde. Bevor er hat verloren seine Bein in Unfall. Oha, aber 8 Pesos? Ich glaube, das ist nicht wirklich viel. Naja, okay, Bergwerk und so weiter. Erzählt mir mehr von diesem Unfall im Bergwerk. Es gab große Explosion in Teokulkan. 30 Arbeiter begraben lebendig. Oha. Sie kaum jemand wiedergefunden. Nur 2 ausgegraben. Einer davon sein Vetter und Hälfte von ihm noch da unten. Okay.
Alles klar. Na gut, hier, was mit den Hundekräckern? Wollt ihr was? Möchte einer von euch Jungs vielleicht einen Keks? Hundekuchen, Senior? Sie wollen uns beleidigen? Nein, wirklich, die sind lecker. Wir Ihnen das so glauben, ohne Versuche. Ja, hier, was könnt ihr was mit dem Stein anfangen? Guck mal, da. Habt ihr irgendeine Idee, was das hier sein könnte? Nein, Senior. Ich nicht auch. Schade eigentlich. Und der hier? Habt ihr schon mal sowas? Ei, der hungrige Häuptling. Warum Sie das mit bei sich haben, Senior? Sie nicht wissen, wer ist? Klar, das ist Tezcatlipoca. Aber das ist doch nur ein kleiner Stein mit... Er bringt Tod, Senior. Tod und Zerstörung. Oha. Das klingt irgendwie, naja, vertraut, ne? Also, uns kann ja nichts erschüttern. Was ist mit dem Würmchen hier? Mal da eins? Was haltet ihr von diesem kleinen Wurm? Nicht gut, ist tot. Natürlich ist er tot. Meinst du, ich würde den in meiner Tasche rumschleppen, wenn er es nicht wäre? Tja, und hier Condor Transglobal? Schaut euch mal das Zeichen auf diesem Etikett hier an. Das ist schon gesehen. Wo? Ein Schiff hatte Flagge genau wie das da. Wann hast du dieses Schiff gesehen? 3 Monate her. War gleich hier, in Docks. Aha, okay, da haben wir was dazugelernt. Und hier zu der Firma? Was hatte das Schiff mit der Condor-Fahne geladen? Weiß nicht, Senior. Wir durften nicht in Nähe von Docks. Das stimmt. Normal, wir gehen zu Schiffen, wenn festmachen. Wir spielen für Touristen. Aber wenn Condor-Schiff kam, Soldaten uns wegschicken. Oh, okay. Und hier zur Sonnenfinsternis? Habt ihr da noch was? Wisst ihr, Jungs, was über eine totale Sonnenfinsternis? Was das? Na, wenn die Sonne vom Mond verdeckt wird. Er verrückt. Vetter Alfredo schwört, er sowas mal gesehen. Aber das gewesen nach Trinken von Cocktail aus Peyote und Antibiotika. Oha, okay. Gut, dann verabschiede ich mich mal von den Jungs. Und ja, ich denke, in der nächsten Folge reden wir dann mal mit dem netten Herrn hier vorne. Bis dahin verabschiede ich mich und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssi, euer Dice Kid.